Moment vorbei. Er ist derjenige, der das Tor der Halbzeit erzielt hat, Mohamed Morabet. Deswegen führt Kaiserslautern nach Durchgang Nummer 1 1:0 und wie ich finde auch verdient, weil sie hier mehr anzubieten hatten, defensiv gut gestanden, dazu immer wieder versucht, nach vorne Nadelstiche zu setzen. Sprich, diese Offensivpower, die sie gegen Uerdingen an den Tag gelegt haben, haben sie auch gegen die Mannschaft von Jens Hertel bis hierhin zumindest auf den Rasen gebracht. Jens